Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Railroader und heute haben wir eine etwas speziellere Episode, denn es gibt zwei Mods, die ich euch vorstellen möchte. Die eine Mod, die macht was mit den Passagierwagen und die sehen wir jetzt gerade schon vor uns und die andere Mod macht was mit der Karte an sich und es sind beide ziemlich geil. Der allererste Mod, der nennt sich der Ultimate Passenger Car Upgrade Mod und der fügt drei neue Palace Cars hinzu, also ein bisschen Luxuswagen, das sind die drei da hinten und mit diesen Mods kann man einerseits diesen Arbeitswagen hier kaufen, das ist der da und auch der Postwagen. Der Postwagen hat Stand von dem Video immer noch keine Funktion, aber man kann ihn jetzt kaufen, der da. Ebenso hat keine Funktion, der hat jetzt aber ein Interieur und die drei sind Additions, die haben jeweils Platz für 50 Personen und geben auch noch einen 20% Bonus, wenn die Zugschlusslichter am Ende vom Zug sind, gemäß Changelog. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal den Arbeitswagen als erstes an. Äußerlich hat sich da nichts getan, wir machen hier mal auf. Und gehen auf der anderen Seite wieder raus. Wir haben jetzt hier ein paar Sitze drin. Der Modder meint, das ist noch Work in Progress. Da tut sich noch was. Das gilt übrigens für alle Wagen. Aber ja, mit dem kann man jetzt umfahren. Und dann ist das irgendwie so ein Dienstwagen. Okay, hier der erste Luxuswagen. So, gehen wir mal hier rein. Da haben wir hier diese tollen Sessel hier drin. Und bei einem von den Wagen hier kann man sich dann auch hier reinsetzen. Aber für die Fans vom Orient Express oder sonstige Luxuszüge könnt ihr euch mit den drei Wagen hier die Komposition ein bisschen verschönern. Auch hier. Man kann sich hier, bei dem Wagen kann man sich hinsetzen. Sehr nice. Und dann kann man sich hier mal ein bisschen die Strecke genau angucken. Dabei noch einen guten Drink haben. Ah, cool. Geht das mit jedem Sessel? Na, ich glaube nicht mit jedem, oder? Oder ich bin einfach nur zu schnell. Ne? Wo war das jetzt? Ah, hier. Okay, also wie es ausschaut, nicht bei jedem. Und dann gehen wir mal in den letzten Wagen hier rein. So, auch hier wieder die ganzen Sessel hier zum Rumlungern. Ah, bei dem kann man sich auch hinsetzen. Sehr gut. Und dann geht es da hinten wieder raus. Wie gesagt, das ist Work in Progress. Aber wir haben drei Wagen, die man sich jetzt hier zusätzlich kaufen kann in unterschiedlichen Styleformen von außen. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich muss generell sagen, ich bin ein großer Fan von diesen Schürzen hier. Okay, und jetzt zum zweiten Mod und der ist gerade für Maps interessant, die schon alles ausgebaut haben, denn der fügt zusätzliche Gleise hinzu. Das Tolle an dem Mod ist, man kann sich die zusätzlichen Gleise genauso freischalten wie die Streckenabschnitte in der Karriere. Ich bin jetzt hier im Sandbox drin und werde das hier so nacheinander ein bisschen freischalten. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen raus. So. Und fangen erstmal mit der Extension an, die es hier gibt. Dazu gehe ich mal ganz kurz hier rein und ich muss mal schauen, genau, Map Features. Jetzt schon, da sind ein paar zusätzliche Sachen mit dabei. Wir fangen jetzt an mit dem Whittier Yard. Ich meinte, der kostet 5000. Und ihr seht, in Whittier gibt es jetzt ein paar mehr Abstellgleise, wo man hier sich seinen Zug soweit bereitstellen kann, oder die Verbände. Und wir haben ein Gleis, was da hinten in die Mühle reingeht. Das heißt, man muss nicht mehr den Move hier reinmachen, sondern man kann jetzt sauber da reinfahren. So, von da und dann geht das Ganze hier wieder auf die Strecke rein. Also für 5000 Dollar könnt ihr euch das hier kaufen und bei meiner Karrierekarte, glaube ich, werde ich mir das hier holen. Das ist ziemlich praktisch. Und wer hier diesen Map-Mod mit anhat, der kann auch hier die Tracks hier sehen und entsprechend die Weichen hier verändern. Ziemlich cool. Gilt nicht als Interchange-Track, so wie ich das jetzt sehe. Stand von dem Mod, vielleicht tut sich das noch ändern. Es ist einfach nur zum Abstellen erstmal da. Gut. Gehen wir zum nächsten. Und zwar würde ich sagen, gehen wir da nach Dillsboro. Einmal kurz hier raus. Dillsboro. Dillsboro Yard. So. Und da gibt es jetzt auch diese Storage Tracks. So.
einmal da hinzugefügt, einmal laden und das sind hier so zwei so Kopfgleise, kommt jetzt auch neu mit dazu. Wobei bei den Gleisen bin ich mir gar nicht sicher, ob das vom Spiel selber kommt, weil ich habe da den Changelog zu den Gleisen nicht gefunden. Wenn das jetzt vom Spiel selber was Neues ist, dann tut es mir leid, dann habe ich das verpasst. Aber ich meinte, das ist jetzt hier auch von dem Mod. Das ist übrigens der Alinas Map Mod. Da brauchst du den Railloader und Strange Customs, alles auf dem offiziellen Discord-Server zu finden. Und bezüglich der Map-Mod braucht man eine Strange Custom-Version, die man nur momentan in der Mod-Diskussion findet. Das ist noch nicht auf der Seite von Railloader zu finden. So ein doofer Name irgendwie. Okay, dann gibt es auch was extra hier in Silver. Wir gehen mal runter nach Silver. Wo ist der Interchange? Da ist der Interchange. So. Also, wer auch hier in Silver mehr Platz braucht, der kann sich den Interchange Yard dazu holen. Wupp. Und dann gibt es auch hier ein, zwei Gleise mehr. Vor allem, wenn man hier die Gleise hier voll macht, dann kann man sich das hier abholen lassen. Und dann kann man hier die nächsten wieder reinholen oder man macht sonstige Sachen. Das sind alles Kopfgleise hier. Einfach mal hier so reingemäht. Aber das ist schon mal eine sehr große Hilfe. In Silber gibt es auch noch ein Gleisdreieck, was man sich kaufen kann. Um hier die ganzen Loks oder sonstiges schnell hier zu wenden. Da haben wir hier das Gleis noch da hinten. Und die Übung hier gewinnt keinen Schönheitspreis. So wie das da hier reingemacht worden ist. Aber ich sag mal so, es erfüllt seinen Zweck und besser als gar nichts, aber hier könnt ihr dann eure Sachen hier wenden. Von den Sachen hier hinten weiß ich jetzt nicht, was die kosten. Ich weiß, es ist nur von Wit hier, weil ich es da in der Karriere mal kurz gesehen habe. Aber alle diese Upgrades kosten Geld. So, als nächstes gehen wir zu der Alaka Junction. Da gibt es auch ein zusätzliches Gleis. Nur einmal hier rein, bitte. So, und bei der Alaka Junction haben wir ja hier diese drei Gleise, wo man ja zwei eigentlich zum Abstellen nutzen kann. Und da gibt es jetzt ein zusätzliches Gleis. Wupp. Hier auf der linken Seite, und da kann man hier wirklich sagen, ja, das sind jetzt alles drei Abstellgleise und das Gleis hier ist das Umfahrungsgleis. Da ist aber noch ein bisschen was Unschönes, das Gleis hier hinten. Hat da so einen komischen Ditch hier drin. Da sollte man vielleicht aufpassen, wenn man hier durchfährt. Eventuell wird das in der zukünftigen Version ein bisschen schöner gemacht, weil das sieht nicht so schön aus. Aber trotzdem, wir haben hier was Zusätzliches. Ja, und last but not least haben wir, ja, doch eigentlich least, haben wir noch den Andrew Interchange Yard. Fügt auch da zusätzliche Gleise hinzu. Wir gehen hier mal zum Interchange nach da. Wunderbar. Und sagen, das bitte einmal einfügen. So, dann müssten die Bäume dann auch verschwinden. Jo. Und auch hier haben wir dann zusätzliche Gleise. Wobei die Gleise sehen noch ziemlich wild aus. Also hier Handbremse anziehen wäre von Vorteil, wenn man sich mal diese Übung hier gibt. Ja, ich würde mal sagen, das sind Unwetterschäden. Die müssen unbedingt hier mal begradigt werden. Ein bisschen sehr schräg, dass das hier so nach oben geht, aber es ist eine sehr frühe Version, die ich da habe. Auch das, denke ich mal, wird dann besser sein. Aber coole Sache, dass wir jetzt hier zusätzliche Gleise haben. Mal schauen, was da noch dazu kommt, denn der Modder ist da fleißig dabei, neue Sachen hinzuzubringen. Vielleicht gibt es dann auch zweigleisige Segmente oder komplett was Neues, aber das ist sehr vielversprechend, dass man hier Mods hat, die die Strecke erweitern. Also, wenn da was Tolles, Neues dazukommt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich euch das zeigen werde. Ja, das ist so viel zu den Mods. Ich würde sagen, wir gehen wieder in meine Karriere-Map und machen da weiter. Und eventuell kaufen wir uns das dann für Video schon. Aber wie gesagt, das sind 5000 Steine, das ist ein bisschen teuer. Na, mal sehen. Bei euch ein kleiner Cut und dann ab in die Karriere. Ja, und da wären wir auch schon wieder zurück und der ein oder andere wird sich jetzt fragen, Moment mal,
Du bist in der Karriere-Szenerie drin von der letzten Episode und du hast diese Lok da stehen mit diesem Wagen da. Ja, ja, da habe ich ein bisschen geschummelt. Der Zug wird uns auch wieder verlassen, denn ich dachte, wir machen heute so ein bisschen so einen Thementag, dass uns hier die Atlanta Railway besucht mit ihrem Ausflugszug. Der hat hier ein paar Wagen. Und der fährt heute bis Bryson und dann wieder retour werden wir unseren ganz normalen Dienst hier tun. So als nette Idee. Also den werde ich mir dann später irgendwann mal selber kaufen, aber jetzt sagen wir einfach mal, das ist einfach mal ein Zug, der uns hier so besucht. Ich meine, warum auch nicht? Mal ein bisschen was anderes tun. Bevor wir uns gleich um den Kollegen hier kümmern, wir sagen jetzt einfach mal, der macht jetzt hier Crew Change, möchte ich gern hier diese Gleise da kaufen. Weil gerade hier für die Sawmill hätte ich gern, dass ich hier da so reinfahren kann. Und ich habe jetzt hier bei den Locations alles auf Tier 5 geändert. So. Also, Locations. Milestones war das. Ich hätte gern Witcher Yard 5000. Beziehungsweise ich kriege ja Rabatt. Hätte ich gern. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt irgendwo Wagen hinbringen. Dem ist aber wohl nicht so. Ja, cool. Dann haben wir halt die Gleise da. Wobei, ich sehe gerade, da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier geht es ein bisschen nach unten. Okay, ja, so viel zu dem. Passt. Finanzen schauen jetzt vermutlich sehr traurig aus. Ja, 1427 ist jetzt nicht ganz so geil. Gut, wir übernehmen jetzt erstmal den Zug hier. Der hat die Handbremse hier drin. Mal gerade mal releasen. Und dann fährt der jetzt erstmal nonstop bis Bryson. Das ist ein riesen Bummer, ey. Okay, wie sieht's auf der Karte aus? Mein Personenzug ist nämlich auch gerade unterwegs. Der hat Ela verlassen, ist auf dem Weg nach Bryson. Und die Wagen, wie man sie da hinten auf Express rangiert haben, sind immer noch da. Okay, ich glaube, das könnte jetzt ein Spaß werden, mit der Lok hier zu fahren. So, einmal full forward. Bremsen sind gelöst. Nice. Und dann gib Gummi. Sehr geil. Hat ein bisschen was zu tun hier. Auch wenn es jetzt nicht der steilste Part von der ganzen Strecke ist. Ha, nice. Vielleicht können wir auch ein bisschen zu schnell fahren. Mal schauen, was die Lok so sagt. Oh, ich werde Lok. Ich soll hier die Weichen richtig machen. Jetzt fahren wir ganz woanders hin. Die zieht es einfach weg, als wäre da überhaupt nichts dahinter. Vor der Startepisode habe ich hier nochmal die Holzwagen hier hingebracht. Nichts Spannendes. So, einmal Kurvenlegen. Das sieht man bei der Außenansicht ein bisschen besser. Ah, dieses Rumgeschwanke. Ich mag das. Alter Scholli. Schauen wir, dass wir die Gaslokomotive halt nicht kaputt machen. Södri, Achtung, Zugdurchfahrt. Hier in Wittier.
Ich glaube, würde ich es jetzt nach modernen Zeitalter machen, dann hätte ich jetzt noch eine GP9 dahinter klatscht. So als Fallback für den Fall, dass die Lok hier was hat. Ja, es ist super easy. So muss das. Kurz was von dem. Ich wollte eigentlich. Ah ja, dich wollte ich haben. Nee, warte mal. Ja, geht so ziemlich geil. Views in the Arsch. Okay, arrived at Bryson Depot. Sehr gut gemacht. Ja, ein bisschen langsamer hier. So, Kollege. Während du da hier fährst, möchte ich, dass du woanders hinfährst oder wieder retour? Weißt du was? Ich schick dir mal wieder retour. Government Island. Oh geil, 90 Dollar. Okay, wir sind ein bisschen flott unterwegs. Ein bisschen bremsen hier. Überhaupt kein Challenge. So, Kollege. Möchtest du fahren? Wärst du? Nee. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen einen fliegenden Wechsel hier in Elau. Oder machen wir den hier? Na, machen wir den hier. Und zwar fährst du abzweigend. Gut. Ja, 4700. Ja, vielleicht sollte man in Bryson ein bisschen Wasser fassen. Für die Rückfahrt dann. Weiß ich. Überhaupt nicht so schnell. Ja, ich glaube, wenn einer auf so einer Lok nicht schlecht wird, wird man auch auf hoher See kein Problem haben. Alter, was ein Personenzug. Sowas brauchen wir dann später unbedingt selber. Aber das ist wieder alles so teuer. Und jetzt, wenn ich da auf Tier 5 umgestellt habe, sollte eigentlich das Ganze ein bisschen schneller gehen. Schönheit. Sidley, wir nähen uns Ela. Departing, alles klar. Moin sehen. Komm mal steht. Ob der da hinten 40 vertragen würde, sollen wir das mal riskieren? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen schneller hier, so richtig schön langsam. Ah, jetzt ist schon kommen. Dass ich mit unserer Gaslokomotive entgleise. Alla, wie die reinschwingt.
Wir werden langsamer. So, Brücke. Nochmal Warnung. Warum lässt er da los? Nice. Oh, oh. Da wird rumgequietscht. Was sagt eigentlich die Karte dazu? Die Karte sagt 30. Die sagt nicht mit 40 hier rumrasen. Immer 5 km/h, also 5 Meilen pro Stunde zu schnell. Ja, dann fahren wir vielleicht doch keine 40. Sicher ist sicher. Ja, sagt er und wird schneller. Langsamer wie die. Ach so, ja, warte mal. Für später. Locations. Ist wieder Interchange. Du kommst heute nochmal vorbei um 15.50 Uhr. Nice. Oh, wir sind noch good to go. Und für unsere andere Lok könnten. Wo ist die eigentlich? Ah, die ist schon auf dem Weg. Können wir hier schon mal sagen, du fährst dann wieder hier rein. Und das passt nicht. Eigentlich kann ich die Lok jetzt dann hier oben abstellen, ne? Anstatt da unten. Warum eigentlich nicht? Das heißt, du fährst dann hier rein. So, so, so. Fährst da nach oben und da nach unten. Und dann kann ich da hier drin stehen. Dann machen wir hier noch eine Fuse rein. Und fertig. Oh. Hier sollte ich vielleicht anhalten. Da haben wir schon den anderen Kollegen. Da ist er ja. Absolut vorschriftsmäßig, wie ich den Zug da fahren lasse. Ja, das ist ziemlich billig. Okay, Abmarsch. Aber du bleibst jetzt eh stehen, ne? So, einmal weiche so und... Fliegender Wechsel. Ah, oh, nice. War die richtige Entscheidung, das hier zu machen. Ja, Zylinderhähne, waren die mit C? Kann ich die Zylinderhähne mit der Tastatur aufmachen? Controls. Steht da bestimmt da drin. Ach, mit K. Ich meine, jetzt ist eh zu spät, aber... Jetzt weiß ich's. Ob die das nochmal umsetzen, dass der Lok Schaden kriegt, wenn man die Zylinderhähne bei der Abfahrt nicht aufmacht? Cool wär's. Ah, ich sehe schon, kommt dann im Multiplayer, dass die Leute es dann vergessen. Und dann reinweise die Loks kaputt gehen. Ich meine, das tut's auch schon ohne den Effekt. Aber da müsste man eigentlich dann sagen, dass die Lok sofort einen Totalschaden. Oder 50% abziehen, irgendwie sowas. Das würde richtig wehtun. Andere Seite. Hey, lass mich da rein.
Wahnsinn, bin stolz auf mich. Unfallfrei bis jetzt. Betonung auf bis jetzt. Ach, wie nice. Sitzen bleiben. Dankeschön. So, wie weit haben wir es denn noch? Wir sind gleich da. Wunderbar. Gut, dann werden wir die erstmal in Bryson stehen lassen, beziehungsweise dann abkuppeln, einmal wenden, damit sie wieder retour fahren können. Und wenn der Kollege dann da unten in Whittier ist, dann glaube ich, möchte ich selber da unten mal kurz reinfahren. Beziehungsweise, nee, ich lasse doch mal die KI reinfahren, weil ich will wissen, was für eine Geschwindigkeit der da reindüst. Aber ich vermute mal, nicht schneller als 20. Je nachdem, was da unten eingestellt worden ist. Wunderbar. Ja, das war die Weiche vom Abzweig da hinten. Und dann werden wir hier in Bryson. Tödele, gönn doch. Der Touristik-Express wäre dann mal da. So, dann wird es dann hier für die Passagiere erstmal Kaffee und Kuchen geben. Können sich hier mal die wunderbare Stadt von Bryson hier geben. Wenn sich der Zug bereit macht für die Rückfahrt. Ha, wenn auf der Strecke dann mal ein bisschen was los ist, dann macht das, glaube ich, mit so einem Sonderzug noch umso mehr Spaß. Wenn er dann ein bisschen fahrendes Hindernis ist in den sonstigen Verkehr. Okay, als allererstes möchte ich für den anderen Zug hier mal eine Fuse setzen. Und zwar hier. Damit es nicht verpasst, wie er da reinfährt. Und jetzt werden wir unseren Zug hier bereit machen. Sidere, wir übergeben an die Rangiercrew. Wenn man hier erstmal. Wo hast du eigentlich deine Handbremse? Ist die hinten? Wo ist es bei dem Wagen? Hier weiter drin wird es ja nicht sein. Das war ein bisschen komisch. Nö. Nix Handbremse. Wo ist das bei dir? Seitlich wird das ja nicht sein, oder? Ach, da. Okay, wunderbar. Sidre, einmal abkuppeln. Wie viel Wasser haben wir noch? 4400, ja, das ist recht locker. Dann werde ich dir mal einen Weg geben. Du fährst hier runter und das passt. Gut, Rangiercrew bereit zur Abfahrt. Mit 15 BD. Wie viele Leute hätten wir eigentlich schon wieder? 66. Nö, nö, nö. Mit der gecheateten Lokomotive machen wir hier kein Geld. Und tschüss. Gut. Schlusslichter haben wir hier leider keine. Das hätte man natürlich auch sagen können. Hat der letzte Wagen hier Schlusslichter? Ich meinte ja. Das war ja dieses Observation Car hier. Jo. Machen wir die mal andersrum. Beziehungsweise. Machen wir hier mal die Handbremse ran.
Und auf der anderen wieder weg. Ah. Ich hätte das von der Config anders machen müssen. Dass die mit der Markerlamp zum Schluss sind. Naja, ist wie es ist. So, machen wir hier mal die... Ne, halt. Ich hätte gerne die Tür hier wieder zu. Das auch. Und das auch. Warlock, wo bist denn du? Da hinten schon. Du kannst wieder Retour fahren. Einmal so. Und hier machen wir gerade. Und einmal so. Kannst du von da hinten nach oben fahren? Ne, kannst du nicht. Das ist jetzt dämlich. Weil die Nummer 10 steht nämlich hier ein bisschen im Weg. Nummer 10. Du musst woanders hin. Du fährst... Weißt du was? Du fährst erstmal... so rein. Applied released. Oras, Yard, Reverse. Machen wir 20 nach hinten. Ich glaube, das sollte reichen. Ah, dieser Größenunterschied, ne? Da wirkt die 10 einfach so klein. Stimmen für dich, die Weichen da hinten. Nö. Aber jetzt. So, wir machen das dann so. Das machen wir auch wieder normal. Können wir das hier gerade schnell abgehen? Das passt, das passt, das passt. Und einmal nach hinten durch. Sprich, hier auf der Schlusssäule machen wir das einmal so. Und gut ist. Passt, Kollege. Hallo. Du fährst bitte wieder vorwärts. Darfst aber diesmal mit 30 durchrauschen. Ja, da bleibst richtig. Passt. Oh, der ist mit der 10 hat gut gepasst. Gut. Eigentlich. Zum Push-Pull-Service wäre natürlich auch eine Option gewesen. Fuse in die Garage, okay. So, jetzt will ich mal wissen, mit welcher Geschwindigkeit, Pass-Fuse hier, fährst du dann darunter? Kann ich in den Wagen rein? Nee. So, hallo. So, schauen wir mal. Oras. Track Speed 20. Das ist schon sehr nice, dieser Anschluss. 25 sogar. Ist aber ein bisschen flott, finde ich. Aber es passt. Okay, cool. Cool, cool, cool. Wenn wir jetzt noch einen Editor hätten. Ah, da könnte man hier so schöne Sachen machen mit dem Railroader. So Map, also kompletter Map-Editor noch oben rein, das wär's dann. Okay, dann wäre unser Passenger-Zug erstmal hier deponiert. Kann eigentlich stehen bleiben. So,
Handbremse hier rein, das passt. Müssen wir mal weg, einmal hier schön aufräumen. Und fürs erste. Naja, ich werde dich mal abgucken. Handbremse rein. Die brauche ich dann später, wenn hier der Interchange gefüllt wird. Ja, was macht die andere Lok? Ist die schon durch? Die ist schon durch. Rückwärts. Die ist jetzt dezent zu weit gefahren. Es kommt davon, wenn man hier nicht aufpasst. So. Ich möchte gerne nach da. Dankeschön. Bin ich richtig? Ja. Ja, das gebe ich mir so. Dankeschön. Kommen Sie näher. Ich hätte schon ein mulmiges Gefühl, wenn der Dampflok mit der Geschwindigkeit auf mich zukommt. So, werd mal langsamer. Wunderbar, einmal in den Yard-Modus hier rein. Dankeschön. Machen wir das doch hier von hier. Und dann schicke ich den wieder weg. Und dann haben wir hier unseren Gastbesuch gemacht. Also mal schauen. Ich denke mal, solche eine kleinere Events mache ich öfters. Einfach so zur Abwechslung. Könnte man auch mit einem richtig schweren Güterzug zum Beispiel machen, der umgeleitet worden ist, weil eine andere Strecke blockiert ist. Oder ein Lokzug. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Wunderbar. So, das wäre das erstmal für die Episode. Der geht erstmal auf manuell, damit du hier. Ne, was? Road Zero, damit du hier keinen Abflug machst. Der fährt jetzt wieder retour. Ich denke mal, mit der nächsten Episode schauen wir mal, was im Interchange so ankommt. Wir werden uns um das da so kümmern. I guess. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Gern eure Meinung in den Kommentaren rein, vor allem zu den zwei Mods. Und dann bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.